ist doch mal der richtige Weg. Hol mich bitte wieder. Kannst du wiederbeleben, Conny? So, jetzt kommt wieder zurück mit dem Portal. Irgendwie sowas in der Art. Ich versuche so weit wie möglich rechts oben in die. Oh Mann, wieso muss ich das machen? Ach so, deshalb. Oh, hier ist ein Checkpoint. Soll ich ihn hier wiederholen oder soll ich das selber nochmal versuchen? Nee, das macht er nochmal hier. Ich werde aber versuchen, ob ich da so rüberkomme. Es sind 2 Millimeter, die da fehlen. Das muss doch auch anders gehen. Das kann doch nicht sein, dass man das so komisch. Max, das ist egal. Blockiert wegen dir, Max. Dann schmeiß ich jetzt alles runter. Achso, du musst ja erst wieder hoch. Kann man wirklich hier irgendwie nicht. Das ist doch schmal. Na, jetzt hopp da durch. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich rüberkomme, aber. Ja, eben, das war ja schmal. Du kannst dich doch da oben ran duxen. Hab ich auch erst gedacht, aber. Geht nicht. Oh, viel Spaß. Ich kann mich daran duxen. Oh, warte mal. Ja, und jetzt kannst du mich so hoch. Wie kannst du denn da so weit drüber gucken? Kann ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich rate einfach, wo er ist. Aber von da kommt. Nein! Jetzt müssen wir ihn hier wieder belegen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir ihn ja hier. Das ist ja. Das ist. Ah, das ist ja gemein. Wie hohl kann man sein? Dummheit bestraft werden sollte, ne? Ach du Scheiße. Und Dummheit einen Namen hätte. Oh. Haltet sie von mir weg, haltet sie von mir weg, haltet sie von mir weg. Ja, das ging ja einfach. Also wirklich. Levelaufstieg. Ja, was sollen wir denn noch? Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht. Ich bin Rosabelle. Einst war ich Königin dieses Landes. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Pontius nahm Rosabels Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät, aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Es war schon spät, sagt er. Es ist besser, mit vollem Magen zu reisen. Was ist ein Stichwort oder wie? Ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Aber ich muss zugeben, dafür, dass wir ihr jetzt helfen sollen, hat sie uns ganz schön übel zugesetzt, ne? Die könnte auch mal im Schild stehen.
Das ist gut zu wissen. Trag uns, Pontius, trag uns. Ich fühle mich hier wieder von Asterix und Obelix, der Häuptling. Dum, 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 dum. Mit euch da. Wie cool. So, ist jetzt Päuschen oder ist jetzt, Das ist Päuschen, glaube ich, ja. Oder ist jetzt noch eine Viertelstunde voll machen? Nee, ist jetzt noch Päuschen. Ist jetzt Päuschen. Alles klar. Höchstens mal Viertelstunde dein Höschen voll, ja. Oh Mann, echt voll. Das schneiden wir raus. Bedanken wir uns für das Zusehen. Auf keinen Fall. Und, bis zum nächsten Mal dann, ne? Bei Kaffeebecher-LP, würde ich jetzt sagen. Ja! Das war noch ein schönes Schlusswort. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!